Der Impfstoff Nuvaxovid des US-amerikanischen Pharmakonzerns Novavax soll bald auch in Baden-Württemberg verfügbar sein. Nach Informationen des Gesundheitsministeriums beginnt die Auslieferung am 21. Februar. Das Land erhält über mehrere Wochen hinweg insgesamt rund 500.000 Impfdosen. Impfungen mit dem Nuvaxovid-Stoff könnten wohl noch in derselben Woche angeboten werden, heißt es. Für eine vollständige Grundimmunisierung müssen 2 Dosen im Abstand von etwa 3 Wochen gespritzt werden. Das Mittel wurde als 5. Corona-Impfstoff in der EU zugelassen. Anders als bei anderen Impfstoffen handelt es sich bei Nuvaxovid allerdings um einen proteinbasierten Impfstoff. Weil das Mittel künstlich nachgebaute Spike-Proteine des SARS-CoV-2-Virus enthält, befindet sich keine Erbsubstanz des Virus im Vakzin. Diese RNA- oder DNA-Anteile erzeugen jedoch häufig eine starke Immunantwort des Körpers und sorgen so für mehr Schutz durch Antikörper. Deshalb wird bei Nuvaxovid ein sogenanntes Adjuvans eingesetzt, ein Stoff, der als Wirkverstärker fungiert. Nach Informationen der EU-Arzneimittelbehörde EMA liegt der Schutz vor einer symptomatischen Infektion bei rund 90%.